zweiten Chroniker. Kapitel 4. Er machte auch einen ehernen Altar, 20 Ellen lang und breit und 10 Ellen hoch. Und er machte ein gegossenes Meer, von einem Rand bis zum anderen 10 Ellen weit, rund umher, und 5 Ellen hoch. Und ein Maß von 30 Ellen mochte es umher begreifen. Und Knoten waren unter ihm umher, je 10 auf eine Elle, und es waren 2 Reihen Knoten um das Meer her, die mit gegossen waren. Es stand aber auf 12 Ochsen, also dass 3 gewandt waren gegen Mitternacht, 3 gegen Abend, 3 gegen Mittag und 3 gegen Morgen, und das Meer oben auf ihnen, und alle ihre Hinterteile waren inwendig. Seine Dicke war eine Hand breit, und sein Rand war wie eines Bechers Rand und eine aufgegangene Lili, und es fasste 3000 Bat. Und er machte 10 Kessel, deren setzte er 5 zur rechten und 5 zur linken, darin zu waschen, dass sie darin abspülten, was zum Brandopfer gehört, das Meer aber, dass sich die Priester darin wischen. Er machte auch 10 goldene Leuchter, wie sie sein sollten, und setzte sie in den Tempel, 5 zur rechten und 5 zur linken. Und machte 10 Tische und tat sie in den Tempel, 5 zur rechten und 5 zur linken, und machte 100 goldene Becken. Er machte auch einen Hof für die Priester und einen großen Vorhof und Türen in den Vorhof und überzog die Türen mit Erz. Und setzte das Meer an die rechte Ecke gegen Morgen mittagswärts. Und Huram machte Töpfe, Schaufeln und Becken. Also vollendete Huram die Arbeit, die er dem König Salomo tat am Hause Gottes. Nämlich die 2 Säulen mit den Kugeln und Knäufen oben auf beiden Säulen, und beide Gitterwerke, zu bedecken beide Kugeln der Knäufe oben auf den Säulen. Und die 400 Brandatäpfel an den Gitterwerken, 2 Reihen Brandatäpfel an jeglichem Gitterwerk, zu bedecken beide Kugeln der Knäufe, die oben auf den Säulen waren. Auch machte er die Gestühle und die Kessel auf den Gestühlen. Und das Meer und 12 Ochsen darunter. Dazu Töpfe, Schaufeln, Gabeln und alle ihre Gefäße machte Huram, der Meister, dem König Salomo zum Hause des Herrn von geglättetem Erz. In der Gegend des Jordans ließ sie der König gießen in dicker Erde, zwischen Sukkot und Zaredata. Und Salomo machte aller dieser Gefäße sehr viel, dass des Erzes Gewicht nicht zu erforschen war. Und Salomo machte alles Gerät zum Hause Gottes, nämlich den goldenen Altar und die Tische mit den Schaubroten darauf. Die Leuchter mit ihren Lampen von lauterem Gold, dass sie brennten vor dem Chor, wie sich's gebührt. Und die Blumen und die Lampen und die Schnäuzen waren golden, das war alles völliges Gold. Dazu die Messer, Becken, Löffel und Näpfe waren lauter Gold. Und der Eingang, nämlich seine Tür inwendig zu dem Allerheiligsten und die Türen am Hause des Tempels, waren golden.